Bürgermeisters Thomas Hammerling möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen und Ihnen und Ihren Familien ein gutes, gesundes, glückliches und natürlich erfolgreiches Jahr 2014 wünschen. Ich freue mich, dass Sie alle heute an diesem Neujahrsempfang teilnehmen. Das Interesse am heutigen Empfang, ebenso an den jüngsten städtebaulichen Planungen, ob dafür oder dagegen, zeigt, dass dies eine lebendige Kommune ist und nicht nur ein Wirtschaftsstandort. Es ist eine Gemeinschaft, in der das Miteinander zählt. Unsere Samtgemeinde lebt vom bürgerschaftlichen Einsatz, vom Ehrenamt und von der nachbarschaftlichen Hilfe. Und dies in erfreulich großem Umfang. All diesen Menschen gilt mein besonderer Dank, denn sie sind ein ganz wichtiger Teil dieser Stadt. Danken möchte ich auch den Ratsfrauen und Ratsherren, für die es nicht immer leicht ist, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber ich kann von allen Rats- und Gemeinderatsmitgliedern sagen, dass diese Entscheidungen niemals leichtfertig oder unüberlegt getroffen werden. Einschließend in meinen Dank möchte ich ebenfalls die Mitarbeiter unserer Verwaltung und ihren Chef Manfred Windhaus, die stets bemüht sind, Entscheidungen der Räte umzusetzen. Ausdrücklich, und das ist ganz privat von mir, ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter unseres Bauhofs. Denn ohne sie sähe unsere Gemeinde wesentlich trister aus. Da ich versprochen habe, nur eine kurze Rede zu halten, was mir persönlich sehr entgegenkommt, beende ich diese Begrüßung und wünsche Ihnen noch viel Spaß heute Morgen und angeregte Gespräche. Dankeschön. Ich darf Ihnen nunmehr den Überraschungsgast vorstellen. Das ist Herr Jens Ohle aus Hamburg. Viel Spaß!